So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute mal zwei kleine Projektchen, also momentan noch eins. Eventuell kommt noch ein zweites dazu, das werden wir dann sehen, wenn wir noch Lust haben und wie wir Zeit haben. Aber da wir jetzt hier dann demnächst, glaube ich, irgendwie durch sind, machen wir vielleicht wirklich noch ein zweites. So, jedenfalls das erste kleine Projektchen heute ist, wir töpfern. Und zwar mit im Wald gefundenen tonigen Lehm. Ja? Und dazu mal ein paar Grundlagen. Ich lasse es mal auf der Schaufel, dann machen wir die Pfoten nicht dreckig. Das hier ist jetzt das momentan Vorzeigeprodukt. Evelyn ist gerade dabei, noch was Besseres zu produzieren. Aber das war jetzt in wirklich kurzer Zeit machbar, ohne groß... das hat sie gemacht und sie kennt sich mit sowas aus. Sie hat ja einen Bachelor of Basteln. Im Gegensatz zu mir mit meiner blöden Science kann man nicht brauchen, wenn man basteln möchte. Gerade ein paar einführende Worte generell zu dem Zeug hier. Ton findet man, beziehungsweise tonhaltigen Boden, Boden mit erhöhtem Tonanteil, einen reinen Ton, da muss man schon viel Glück haben, dass man da irgendwo einen findet. Und da möchte ich jetzt gar nicht rumspekulieren, wo das der Fall sein kann. Generell sind Täler ganz gut, ja, also auf dem Berg brauchst du nicht suchen, das kannst du vergessen. Aber Täler sind im Regelfall ganz gut, bei unseren Breiten am Fluss oft eine gute Idee. Tendenziell, wer in Norddeutschland wohnt, hat da vielleicht ein bisschen Vorteile, weil das halt das Auslaufgebiet der großen Flüsse, die von den Alpen kommen und bis Norddeutschland, zumindest so halbwegs bis Norddeutschland oder auch mittlere Breiten von Deutschland irgendwie so in diese Richtung gehen. Jedenfalls in der Nähe eines Flussdeltas findet man auch jede Menge Ton, weil so ein Fluss, der transportiert ja erstmal große Steine. Wenn er noch jung ist und kraftvoll, dann fräst er sich ja richtig durchs Gestein. Und je weiter der fließt, desto weniger Wassernachschub kriegt er logischerweise von hinten, desto langsamer wird er und je niedriger die Fließgeschwindigkeit ist, desto kleiner sind im Grunde die Steine, die noch vom Wasser transportiert werden. Und Ton, für diejenigen, die es nicht wissen, ist im Grunde super, super, super feiner Sand. Ja? Also, und Sand ist eigentlich nur ein sehr kleiner Stein, ein Sandkorn. Ja? Was ist das anderes? Der einzige Unterschied zwischen einem Sandkorn und einem großen Granitblock ist wirklich die Größe, im Wesentlichen. Die Größe hat allerdings vielfältige Eigenschaften physikalischer und chemischer Art und so weiter. Das ist also durchaus relevant. Also, so ein Fluss, wenn er eine Weile unterwegs ist, irgendwann hat er nur noch Sand dabei. Und am Rand, wo er dann noch langsamer fließt, da lagert er dann gerne mal irgendwann, wenn er noch langsamer wird, oder in irgendwelchen Kurven, wo dann ganz langsam fließende Stellen sind, da lagert er dann gerne mal noch feinere Partikel als Sand eben ab. Und was ist feiner als Sand? Schluff nennt sich das. Ja? Sand hat eine Korngröße der gröbste Sand, den es gibt, der gerade noch so als Sand durchgeht, der hat 2x2x2 mm. Das ist schon gar nicht mal mehr so klein, aber das ist tendenziell noch ein Sandkorn. Und ab dann wird es immer feiner. Dann kommen wir zur Schluffgrenze, glaube ich. Ja, irgendwo da. Und Ton kommt nach dem Schluff und ist dann nochmal viel, 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 viel kleiner und beginnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nagelt mich bitte nicht fest, diese Zahlen, das sollten wir mal auswendig lernen, aber ganz ehrlich, ich habe es vergessen und das ist für die Praxis auch vollkommen egal. Aber ich glaube, der ist bei 2x2x2 Mikrometer, irgendwie sowas. Also das ist schon ziemlich klein. Also maximal 2x2x2 Mikrometer. Ja, der darf noch feiner sein. So, und wenn man töpfern möchte, so viel habe ich grob mal gelernt, ist je feiner, desto mehr oder weniger besser. Also es gibt wohl auch zu fein, aber dann klebt der richtig gut. So, und so ein Boden, ne, hier hinter uns zu sehen, überall Boden, der besteht eben aus einem Mix normalerweise von Skelett. Was ist Skelett? Das ist alles, was größer ist als 2x2x2 mm, nämlich Steine. Ja, das kann ein sehr kleiner Stein sein, das kann ein sehr großer Stein sein, das kann ein Riesenfindling sein, das ist alles Skelett aus bodenkundlicher Sicht. Und in jedem Boden finden wir natürlich auch immer mal wieder so kleine Steinchen und das sind die Skelettteile und die wollen wir natürlich nicht drin haben, mit dem wir rummanschen, um uns damit irgendwas zu töpfern und so weiter. Das heißt, die müssen wir nach und nach rauskneten, schlicht und ergreifend. Also da so lange dann rumkneten, bis du findest, oh, da ist noch ein Stein, dann nimmst du ihn raus, dann knetest du weiter, oh, da ist noch ein Stein, dann nimmst du ihn und so weiter. Ja? So, dann kommt der Sand.
wenn Sand in unserem Töpfermaterial drin ist, dann müssen wir damit irgendwie klarkommen. Den kann man vielleicht bis zum gewissen Grad nach und nach tatsächlich so ein bisschen an die Oberfläche kneten und irgendwann kristallisiert er sich vielleicht, tut er nicht, aber vielleicht kriegt man ihn ein winzig bisschen reduziert, aber damit müssen wir leben, dass der dann halt eben drin ist. Einzelne Sandkörner rauspicken ist nicht mehr möglich. Schluff kriegt man schon gar nicht raus, der ist dann halt einfach drin. So, und dann haben wir halt noch den Tonanteil. So, und man kann umso besser töpfern, je höher der Tonanteil im Vergleich eben zu Sand und Schluff ist. Sand ohnehin generell was Töpfern fast unmöglich macht, ganz schnell, weil diese Sandkörner einfach zu große Poren erzeugen und dann ist das Ganze niemals wasserdicht zu kriegen und lässt sich niemals brennen und wird dann immer auf jeden Fall splittern, springen oder sonst was. Das heißt, wir brauchen irgendwas, eine Mischung aus Schluff und Ton. Im Idealfall haben wir fast nur Ton und kaum Schluff. In der Praxis findet man das halt eben selten und der Boden, wo wir jetzt hier eben gerade sitzen, direkt am Bach, das ist ein toniger Lehm. Ein toniger Lehm, also er könnte von meinem Geschmack noch etwas toniger sein, aber es geht so gerade. Ja? Ein Lehm ist eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton, je nachdem in verschiedenen Anteilen. Und jetzt kann man sagen, ein sandiger Lehm, da überwiegt der Sandanteil in der Mischung. Ein schluffiger Lehm, da überliegt der Schluffanteil in der Mischung. Und ein toniger Lehm. Und letzterer ist quasi die Mindestvoraussetzung, dass man halt ein bisschen rumtöpfern kann. So. So viel zur Theorie. Also diese super feinen Partikel sind also wichtig. Ich sage da gleich noch was dazu. Jetzt gucken wir uns gerade mal hier meine Bachelorin auf Basteln an. Und ja, Spaß ist halber. Also das ist jetzt das aktuelle Projekt. Kannst du mal draufklicken? Es ist unscharf. Jetzt ist es scharf. Das ist das aktuelle Projekt. Wir experimentieren jetzt einfach mal ein bisschen rum, aber ihr seht, man kann zumindest jetzt erstmal ohne das groß zu brennen und ohne das groß zu trocknen, wenn man lange genug dran rumknetet und an dem Ballen knetest du jetzt ungefähr eine halbe Stunde? Ja, ich habe gewechselt, der andere Ballen ist ja da bereit. Ach so, ja, 10 ja, ja, Minuten. Okay, 10 Minuten. Aber ja, das hier ist ein handgefertigtes Designerstück mindestens 250 Euro wert. Ja, ja. Kannst du noch unter Autogramm drunter schreiben, E-Punkt. Das hier ist meine. Ich habe nur eine ganz kleine Schüssel gemacht, weil ich habe mich nicht getraut. Die liegt jetzt schon so eine Weile da, trocknet so langsam, hat noch keine Risse bekommen. Nochmal kurz zur Theorie, ein paar Takte. Ton ist ein, also die meisten Tone, die wir in Deutschland finden, sind Dreischichttonminerale. Wenn wir ganz viel Glück haben, sind es welche, die noch eine Zwischenschicht zulassen. Das heißt, du hast quasi super dünne Tonplättchen im Prinzip, zwischen denen sich Wasser einlagern kann. Das heißt, wenn das Wasser drin ist, dann quillt das Ganze auf. Und wenn das Wasser dann langsam raustrocknet, dann schrumpft das so ein bisschen zusammen. Und das Problem ist jetzt bei unserem Ton, wenn wir den trocknen, dann schrumpft er halt eben entsprechend zusammen. Und entweder tut er das, indem das alles sich gleichmäßig, möglichst gleichmäßig zusammenschrumpft und keine großen Risse entstehen. Oder er schrumpft irgendwo mehr als woanders und dann gibt es einen Riss und dann ist das Ding im Eimer. Deswegen, so einfach ist es nicht, schon gar nicht mit einer Naturmaterialien, die man halt draußen findet, was man halt gerade hat, sich was zusammenzutöpfern. Und ich habe mit diesem Klumpen jetzt ein paar Mal hantiert, im Sinne von Wasser mal reinkippen und mal gucken, ob es hebt. Und ich kann euch schon verraten, tatsächlich hebt's und man kann da prinzipiell jetzt schon draus trinken, nur ist er jetzt schon recht feucht, damit er halt nicht so viele Risse hat. Und das führt dazu, dass er sich sehr schnell jetzt auflöst. Höher. Und wahrscheinlich tropft es jetzt dann auch gleich. Ja, ihr seht, er kriegt hier massiv Risse. Und dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. Also so hätte man einen Trinkbecher für einmal kurz einen Schluck trinken und jetzt beginnt es zu tropfen. Ja, da sieht man es jetzt. Nicht sehr nachhaltig. Nicht sehr nachhaltig. Deswegen muss man das vorher auf jeden Fall trocknen lassen, mal eben schnell was töpfern und dann was draus trinken wollen. Das funktioniert ja für dreimal trinken und dann ist wieder vorbei. Also hilft nicht wirklich. So, aber das müssten wir jetzt experimentell nochmal irgendwie ein bisschen anders da machen, dass wir es also wirklich mal ein bisschen trocknen lassen und dann mal gucken, was passiert. Das werden wir auch noch tun. Ich gebe dann bei Gelegenheit nochmal eine Rückmeldung. Was man auch noch machen kann, so grundsätzlich mit dem Zeug, wenn man nur einen schlechten Ton hat, ist ein Weidenkörbchen zum Beispiel flechten und das auskleiden. Also Fachwerkbauweise für Töpfe, für Krüge, für Gefäße. Das ist als Sammelgefäß, um irgendwelches Zeug drin zu lagern, ganz wunderbar. Ja, das funktioniert tipptopp.
das wasserdicht hinzukriegen und es zu brennen, hängt von der Tonqualität ab. Ja? Oder ein bisschen kurzzeitig wasserdicht, das mag auch nochmal funktionieren, aber da muss man schon vorsichtig sein. Da braucht man halt richtig gute Tonqualität. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie man denn grob einen einfachen Topf zusammenknetet. Schatz, das darfst du jetzt... Ich glaube, so sieht man es. So sieht man es. Also, ausgezeichnet. Das wäre das Zeug, was der Ben vom Flussufer geholt hat. Es sind natürlich noch ganz viele Würzelchen drin und andere Fremdstoffe. Die muss man erst ein bisschen aussortieren. Und dann das Ganze zu einem lustigen Teig zusammenkneten. Also überall so Ässchen und so Zeug möglichst rauskriegen. Dann beginnt mal die erste Kneterei. Jetzt der wunderbare Boden. Ist noch ein bisschen zu trocken. Wollen Sie einen Tropfen Wasser? Ich kann mir den selber obendrauf machen. Na gut. Dann einfach mit Wasser noch ein bisschen. Aber nicht zu viel Wasser, sonst... Matschiger machen. Ist schon wieder zu viel. Ja. Und dann gilt kneten, 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 kneten. Man sieht, ich habe schon 2-3 Dinger geknetet. Die Hände sind schön sauber. Und da merkt man dann auch manchmal so, da ist noch irgendwas drin, ein Stückchen Blatt. Blatt brauchen wir nicht. Und zu Fremdstoffe kann man dann auch nach und nach wieder rausfischen. Spürt man eigentlich ganz gut, wenn noch was drin ist. So, und wenn man dieses Prozedere ein paar Mal gemacht hat, hat man irgendwann so einen Bollen. Der ist natürlich schon schön vorbereitet, wie bei den Kochsendungen. Und ja, die Technik, die ich jetzt Ben gezeigt habe, um irgendwie eine kleine Schale zu formen, ist nicht die klassische. Man bildet sich eine Bodenplatte und macht dann so wie so Würstchen, die man rundherum drauflegt. Das kann man mit gut, sag ich mal, gutem Ton relativ gut machen. Aber da es nicht so guter Ton ist, habe ich jetzt gefunden, empfiehlt sich die Daumendrehtechnik zu machen. Also eine Kugel formen und dann mit dem Daumen immer eine Kuhle ein bisschen reindrücken und nicht mit dem Daumen rundherum, sondern einfach den Ton rundherum drehen. Dann hat man auch immer so ein bisschen das Gefühl, wie viel von der Seite her die Wanddicke noch ist und es wird einigermaßen gleichmäßig, wenn man da wirklich einfach den Ton dreht, dreht, dreht und nach die Kuhle vergrößert und die Wände sich so formt, wie man sie halt haben möchte. Also entweder ein bisschen höher oder ein bisschen flacher. Und die Wände nicht zu dünn machen, insbesondere genau. Bei dem schlechten Qualitätsmaterial. Ja. Und am Anfang halt einfach langsam reinschaffen. Zur Qualität muss ich nochmal sagen, also das ist das Beste, was es hier weit und breit gibt. Wir sind einfach in einer Region, wo du keinen gescheiten Ton findest. Da bin ich eigentlich noch ganz froh, dass es zumindest halbwegs geht mit dem Kram, den wir jetzt hier haben. Das geht schon. Jetzt sieht man auch, dass oben ziemlich schnell reißt. Das heißt, ein ganz klein wenig, vielleicht 2-3 Tropfen mehr Feuchtigkeit hätte man dem Gemisch noch beifügen können, bevor man es durchknetet, dass es dann nicht ganz so schnell reißt. Aber so in der Theorie hat man dann so, auch in der Praxis, nicht nur theoretisch, hat man dann so relativ schnell ein Gefäß zusammengedrückt und getöpfert, was auch in den unteren Bereichen, jetzt habt ihr hier ein bisschen einen großen Riss, deshalb, wenn man schnell macht, in den unteren Bereichen auch ziemlich schnell ein gewisses Volumen aufweist. Ja, da passt ja schon was rein. Also das reicht für einen Schluck. Das also wenn man jetzt ein Trinkgefäß... Ich gehe mal wieder zu mir. Ja, zurück zum Theoretiker. Was jetzt noch toll ist, wenn man ein Tongefäß tatsächlich dann mal gebrannt hat. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, das kommt dann auch irgendwann. Also wir probieren da jetzt fleißig rum, machen wir ja eines Tages mal. Aber jetzt mal vorläufig nehmen wir mal an, wir hätten das jetzt gebrannt. Da besteht erstens eine super hohe Chance, dass das kaputt geht. Deswegen, wenn man eine Schüssel haben möchte, dann muss man halt 6 oder was machen. Und dann hat man eine halbwegs realistische Chance, dass eine davon ganz bleibt. Ob die dann im Endeffekt letztendlich wasserdicht ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber die gute Nachricht ist jetzt, sollte sie nicht wasserdicht sein. Ja? Oder alternativ, man baut beim Brennen selber eine Handvoll super, 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 super dünne Pflanzenfasern ein. Sowas wie Löwenzahnpuschel, ne, zum Beispiel. Also die Schirmchen vom Löwenzahn. Wenn man sowas einbaut in den Ton, die brennen ja weg beim Brennvorgang. Organische Substanz brennt da weg. Und das heißt, wir kriegen dann im Endeffekt eine Schale, die auf keinen Fall dicht sein wird, weil die lauter mikroporös ist.
So, und das ist jetzt dahingehend spannend, weil wir dann zwar keine dichte Schale für unser Wasser haben, aber eine, die auch nur, wirklich nur mikroporös ist. So, und was passt durch eine super, super, super dünne Pore nicht durch? Bakterien, ja? Beziehungsweise noch besser, es passen die großen, besonders krankheitserregenden Sachen, wie, ja, die berühmten, na, wie heißen sie denn? Salmonellen. Salmonellen! Nee, das sind auch Bakterien. Glaube ich. Ach Gott, meine Fresse. Gut, fällt mir jetzt wirklich ums Verrecken nicht ein, aber die passen auf keinen Fall durch. Ja, also Eukaryonte, Krankheitserreger, kriegt man damit hundertprozentig aus dem Wasser rausgefiltert. Und das sind die, die im Regelfall noch schlimmere Krankheiten hervorrufen, als das bei Bakterien der Fall ist. Das Ganze wirklich bakteriendicht zu kriegen, da muss man viel Glück haben. Aber zumindest reduziert die Anzahl der Bakterien, die da drin sind, nochmal massiv. Und wenn man das Wasser also einfach durch diese Schale durchlaufen lässt und das auffängt, was dann aus der Schale unten irgendwie raustropft, das kann man für bestimmt 100 Liter oder was machen, bis die Schale dann quasi so weit durchkontaminiert ist, dass man sie wegschmeißen kann. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Option zum Wasserfiltern. Ja, ich meine ja nur, wie man das in der Praxis dann am besten macht. Da müsst ihr jemanden fragen, der praxistechnisch was drauf hat. Ich kann es euch in der Theorie eben erklären. Und wir versuchen es und wir machen da rum und oh, das sieht ja schon toll aus. Ich habe nur einen Bachelor auf Bachelor, kein Master auf Bachelor. Ja. Gibt's das überhaupt? Natürlich. Okay. Ja. Also da hast du deine spritzige Hände. Oh, cool, ne? Guck mal, das sieht schon voll professionell aus. Total rissfrei. Die Öffnung musst du zeigen. Oh. Geht bis unten durch. Das hat schon ein Volumen. Ja? Also das ist, das 50 Milliliter hat das bestimmt. Ich versuche es noch auf 100 auszudehnen. Ne, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man kann da schon was mitmachen. Übrigens, und wenn das dann mal getrocknet ist, ja, dann ist ja die Wassersättigung vom Material selber erstmal wieder runter. Das heißt, allein schon mit Luft trocknen, allerdings lang. Ja, nicht ein paar Stunden, sondern eine Woche nach Möglichkeit. An einem gut gelüfteten, mindestens eine Woche, kann auch gerne 2-3 Wochen sein, an einem gut gelüfteten Ort. Dann wird das irgendwann schon auch ein bisschen wasserstabil und es wird auch deutlich härter. Und dann kann man es schon als improvisiertes Trinkgefäß ein paar Mal verwenden, bevor es dann wieder zu nass ist. Und ja, aber wenn man sich davon halt eben viele von den Dingern macht, es ist eine Option, mehr nicht, aber es ist eine Option. Und nach wird man dann auch da besser drin, das geht dann auch irgendwann ruckzuck. Bei Evelyn geht es ja jetzt schon sehr, sehr schnell. Und es ist natürlich dann interessant, wenn man mit irgendeiner Gruppe in der Endzeit-Apokalypse oder was auch immer gestrandet ist und hat in der Gruppe halt irgendjemanden, der zum Beispiel alt ist, ja? Also wirklich alt. Und vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß, dann wäre es eine blöde Idee, diesen alten Menschen oder diese alte Menschin, je nachdem, auf die Jagd zu schicken oder so Späße. Ja? Und das wäre eine tolle Angelegenheit, die dann halt jemand, der im Lager bleiben muss, erledigen kann, töpfern und nach, ich glaube schon, wenn man das den ganzen Tag lang macht, kriegt man da irgendwann, völlig abseits davon, dass ich jetzt theoretisches Zeug erzähle, einfach durch Ausprobieren, durch mal klappt's nicht, ohne irgendwas über Ton zu wissen, weil das wurde auch erfunden, als man überhaupt nix über kleine Körngrößen oder sonst was gewusst hat. Und es hat damals trotzdem schon funktioniert. Wie, als es das Internet noch nicht gab? Wie, das gab's da noch nicht? Was? Demzufolge gehe ich schon sehr davon aus, dass das ganz viel mit Learning by Doing zu tun hat und dass man irgendwann einfach ein Gefühl fürs Material bekommt, wenn man die ganze Zeit damit rumarbeitet. Auch für das Material, das man halt vor Ort zur Verfügung hat, kriegt man mit Sicherheit auch irgendwann ein gewisses Gefühl und weiß, was kann man dem Material zumuten, welche Wanddicken sind noch okay, welche Wanddicken sind nicht okay. Und theoretisch kann man ja auch mit super dicken Wänden arbeiten, dann macht man halt gleich einen riesen Topf. Ja, es müssen ja nicht so kleine Sachen sein, wie wir jetzt hier rumhantieren. Fertig. Das ist echt schön geworden. Wollen wir versuchen, das Heil nach Hause zu bringen? Und mal, das versuchen wir. Wir können es ja am Weg deponieren und dann nachher nochmal mitnehmen, wenn wir es nicht direkt nach Hause gehen. Ja, egal. Jedenfalls, das ist das Resultat. Finde ich sehr überzeugend.
Und ich halte euch auf dem Laufenden, was da draus geworden ist, wenn wir dann irgendwie weiter mit unserem Tonprojekt rumprojektieren. Fürs Erste soll es das gewesen sein. Das sind so die Grundlagen. Nochmal, wo findet man den Kram? Ich zeige euch gleich mal hier unseren Bachlauf. Also dazu muss ich aufstehen. Und dann sind wir aber wirklich durch. So, ich zeige es euch doch nicht am Bach. Ich habe uns hier mal ein Mini-Bodenprofil gemacht. Mini-Mini. Und hier könnt ihr sehen, wir kriegen hier eine relativ glatte Profilwand hin. Also hier dieser Boden, das ist jetzt mit einem Klappspatenstich eine relativ glatte Wand. Sowas ist schon verdächtig. Wenn das jetzt was besonders Sandiges wäre oder was, dann hätte das schon eine andere Struktur. Das ist also schon sehr, sehr glatt. Und was man machen kann, wenn man erstmal wissen möchte, hat man denn einen hohen Tonanteil im Boden, wenn man also nach Ton sucht in der Landschaft, einfach mal ein kleines Loch buddeln, geht auch mit dem Stock, und dann mit dem Finger sich in schätzungsweise 15 cm Tiefe, da ist meistens am besten, ein bisschen Material rauspulen und versuchen aus dem Material ein, hoppala, da liegt es runter, ein Würstchen zu drehen. Und das muss, je feiner und je haltbarer das Würstchen ist, was man da dreht, der Boden sollte ein bisschen feucht sein. Das ist er jetzt heute. Seht ihr? Hier habe ich jetzt eine relativ feine Wurst. Und die muss mindestens einfach in eine stabile Wurst drehbar sein, die dünner ist als ein Bleistift. Ja? Wenn das nicht dünner ist als ein Bleistift, was ihr da zusammendrehen könnt, die Wurst, dann könnt ihr das vergessen. Dann ist der Boden nicht brauchbar. Je feiner, desto besser. Ja? Also so auf super fein, ein halber Bleistift, ein Viertel Bleistift, das wäre toll. Das nächste ist, wenn man dann so ein Loch buddelt, hoppala, dann fliegen dabei natürlich auch so ein paar Brocken an. Und wenn man dann einen Brocken rausholt, das ist kein Stein, ne? Der klebt so zusammen, weil die Erde einfach relativ gut, relativ hohe Adhäsionskräfte besitzt, also gut aneinander klebt. Ich mache mal diesen hier, seht ihr, kein Stein, bricht auseinander, aber man merkt gleich, der ist relativ klebrig. Ja? Und wenn man auf diesem Ding jetzt lange rumknetet und halt eben die Wurzeln rausholt und so weiter, dann kriegt man ein vergleichsweise gutes Material. Man kann auch sich die Mühe machen, seht ihr hier die helle Stelle, das ist auch nochmal ein erhöhter Tonanteil im tonigen Klumpen, dass man sich versucht, nur so helle Stellen quasi rauszusuchen und damit zu arbeiten. Aber das ist dann im Detail, das müsst ihr wirklich ausprobieren, das muss man in der Hand haben. Und wenn man sich hier so einen Bodenziegel aussticht, kann man sehen, ja, da ist er. Genau, da sieht man auch gleich an der Profilwand, dass das ein relativ gut haftendes Material ist. So, und alternativ ist da der Bach. Ja, und so ein Bach hat logischerweise irgendwo irgendwelche Ufer. Logischerweise. Und an den Bachufern kann man auch ohne Werkzeug sich ganz gut Material vom Bachufer selber, vom steilen Bachufer, abkratzen, und da ist dann auch meistens ein erhöhter Tonanteil drin. Meistens, nicht immer, hängt halt ganz stark von der Landschaft ab, in der man sich befindet. Aber das sind so die besten Chancen, die man haben kann. Aber versucht es gar nicht erst auf dem Berg, keine Chance. Eine Landschaft, die sehr kalkreich ist, hat oft einen hohen Tonanteil im Oberboden, also so die obersten Zentimeter vom Boden können ziemlich tonhaltig sein. Da kann man dann auch ganz gut fündig werden, aber ja. Noch mehr zu der Thematik will ich jetzt in der Theorie nicht erzählen. Einfach mal selber ausprobieren, und es macht außerdem noch relativ viel Spaß. So, und jetzt tschüss.